Willkommen zurück zu BFA Hornseite. Ohne den Wechsel. Hallo. Leck gleich verschluckt gerade. Da war er so geschockt. Ja, so leicht. Warum auch Ich immer. vernehme Ich den weiß es nicht. Ruf Sunny wird den gründlich Grund bestimmt. für die Horde. Ich weiß von nichts. Die wissen alles. So, deren Quell, in dem ihr im Nebelfluthafen Feinde tötet. Entfesselt dann Celix verheerende Windmagie. Okay. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Das klingt irgendwie ja. Sicher, ich hab's schon mal gemacht, aber So. trotzdem. Ach, well. Oh nee, hier war das mit die riesen Dinger da. Ab bitte nicht. Appetit schon am Morgen. Komme ich Nein. jetzt darauf? Ich weiß es nicht. Völlig random. Völlig Ist immer random. gut. Völlig random, völlig stumpf. Wo geht's denn jetzt hier runter? Ach, da vorne. Da vorne geht's abwärts. Da. So. Die, 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 Ja, die, irgendwie hier runter, keine Ahnung. Und die springen noch So. mit. Oh mein Gott. Erstmal den Rahmen abmachen. Rahmen ab. Bleib mir ja vom Pelz. Du hast doch gar keinen. Hast du nicht? Lüge nicht. Nein. Doch. Wow. Aua. Sollte mich vielleicht mal heilen. Ein bisschen. Ich auch. Tot. Ich Zack, hab 27%. Gehielt. Schönes Ding. What? Was war denn das jetzt wieder für eine Geräuschkulisse? Das war das. Aha. Gibt es hier irgendwo mehr Mobs als immer bloß einen einzelnen? Ja, hier im Boot. Aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Nicht? Ne, zählen nicht mit. Na gut. Ist ja blöd. Da unten die. Da, da, da. Die da, die da. Die da, die da, die da, Die da, die die da, da, die da oder die da. die da, die Das ist die da, die da, die da. Du siehst den Kreis, geil, er sieht den Kreis und er sieht den Kreis. Was denn für ein Kreis? Sind die nicht ganz Ich glatt? habe keine Ahnung, was für ein Kreis. Aha. Geil. Erstmal auf den Hocker setzen. Gibt's hier was? So, ein Bier bitte. Nee, für dich Das gibt's Brot ist bloß. bestimmt, dieses Brot ist bestimmt hart. Für dich gibt's bloß eine Milch, kein Bier. Du Was? bist noch minderjährig. Bestimmt überhaupt nicht. Du wirst nie mit der Bin schon Gestalt. 112. Mit der Gestalt wirst du nie erwachsen. Vor allem, woher willst du wissen, ob ein Goblin zu alt wäre? Ich sag's einfach mal so. Alles klar. Jetzt mal ernsthaft. Wir können kein Mob einfach so sterben. Die sind endlos. Im Prinzip ja. Varian sah aus wie 40, aber der war bestimmt schon viel älter. Mann, ich will diese Truhe, aber ich will da nicht rein. Verdammt. Diese Truhe. Hast du mal unterm Boot geguckt? So weit war ich noch nicht im Gedanken. Geh doch mal gucken. Du hast ja Wasserwandeln, du kommst einfach wieder nach oben. Erstmal okay. Abwärts! Keine Wassergestalt. Seegleit-Elixier, alles klar. Tatsächlich, das ist wirklich unter der Truhe. Unter Wasser. Geil, die Truhe ist unter der Truhe. Ey, die Goblins schwimmen wie so ein paar Hunde, Alter. Geil, ich habe unendlichen Atem bekommen. Ja, von mir. Ich weiß. Weil ich kann ja unendlich unter Wasser sein. Bin ja untot.
Ja, wäre auch schlecht, wenn nicht. Aber können wir hier jetzt mal... hier ist eine Menge. Das ist... Was sagen? Ein bisschen hier... Was Produktives lassen. Hattest du den anderen getroffen? Ja, alles klar, sind schon tot. Gut. Knut. Gut, Knut. Oh, hier sind noch mehr. Bleib mal hier, ich pull zusammen. Ja, hier sind auch welche. Hallo, kommt mal her. Oh, ja, so viel brauchen wir ja nicht mehr. Ja, dann müssen wir jetzt nicht nochmal loslaufen. Na, meins ist voll. Siehst du? So. Aktivieren! Ist das egal wo? Ja. Dann machen wir es hier. Ich fliege durch die Luft. I believe I can fly. Wozu soll das gut sein? Verstehe ich nicht. I don't know. Geil, und ich werde mitten in eine Mob-Gruppe reingeknüppelt hier. Oh. Die armen Füchse. Immer fest so drauf. So. Sonnenpanda! Nee, Sonnensteinpanda, so rum. Sonnenfee. Nee, das ist Pokémon. Pokémon. So, wir machen jetzt mal, weil Wechseln das nicht annehmen kann oder nicht möchte. Ich glaube, er konnte es nicht annehmen. Ich mach mal einen kurzen Abstecher Richtung Norden. Ich bin dann gleich wieder bei dir. Teil doch nochmal. Habe ich geteilt. Geil. Voraussetzung nicht erfüllt. Ja, super. Ich kann nichts dafür. Ah, dann gehe ich ein bisschen schon. Ich habe halt ein bisschen was offline gemacht. No? Das auf der Kriegskampagne. Schäm dich. Nee, nicht Kriegskampagne, Außenposten. Sehr egal. Ich muss einmal gucken, wo ich hin muss. Wo ist denn der Typ? So, was mache ich? Spiele ich jetzt wieder mit Jult oder was? In der Höhle ist es. Ich weiß nicht, was du machst, womit du deine nicht vorhandenen Zuschauer begeisterst. Ich könnte ein paar Haustierkämpfe machen. Hier gibt es nämlich schon wieder ein paar kleine Tierchen, die ich mal. Ja, siehst du, das kannst nur du machen. Das kann ich nämlich nicht. Die ich hier wahrscheinlich nicht habe. Oh, hier ist ein Fluss, oder? Den habe ich wahrscheinlich nicht, oder? Doch, einmal habe ich ihn. Ups. Ja, komm, absteigen hier. Was? Die Sicht auf Haustier ist versperrt? Wie denn das? Willst du mich verarschen? Das ist ein Brett vorm Kopf, Mann. So. Damit haben wir einen neuen. Dann halt nicht, leck mich doch. Ich muss kriege. Wir haben, glaube ich, hier. Lass mich kurz schauen. Da unten Etikette. Warum haben wir da eigentlich noch eine Quest auf? Flussfrosch. Oh, keine Ahnung, aber egal. Zweimal grau und einmal weiß. Lohnt sich nicht. Kann ich es eigentlich über den Haufen pelzen? Hier sind gleich zwei Erze. Die muss ich holen. Erz? 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 Malz? Malz? Was für ein Erz? Der blockt meine Angriffe. Jetzt habe ich ihn verfehlt, weil er untergetaucht ist. Unerhört. Ja. Kann er nur. Das freue ich mich auch. Der nächste bitte, Sandrückenkrabbler. Könnte er theoretisch einfach mal spaßeshalber, wenn ich heute noch so viel kochen muss ich heute nicht. Ich habe heute einfache Gerichte diese Woche. Das heißt, ich spare ein bisschen Zeit. Halalala. Könnte ich heute Abend eigentlich mal einen Teststream hauen? Oha. Das funktionieren würde, dass ich aufnehme und gleichzeitig streamen. So, ich bin bereit. Kommst du her wieder? Toll, ich konnte gerade mal einen Kampf machen. Oh, ey. Ich habe zu lang, ich war zu schnell. Ja, eindeutig. Ich habe zu langsam gebraucht, Alter. Nein, du warst so schnell fertig. Auf jedem Weg sind ein paar Pfützen. So, Quest abgegeben.
Bringt's Zähling dazu, Marshall Valentin aufzuspüren. Bringt Zähling dazu, nicht Zähling. Ist mir egal, wie der heißt. Der hat dieses seltene Mount. Das ist nicht mehr gibt. Dieses seltene Mount. Das war, glaube ich, eine Freundschaftsdings, ne? Das sind seltene Mounts. Das ist für mich selten. Ja, gut. Lass ich so gelten. Das ist wieder ein Spektraltiger. Den würde ich so gern haben, ey. Aber den kann man sich kaum leisten. Der ist ja super selten. Ja, den muss man irgendwie, glaube ich, muss man ja so eine Code kaufen und der kostet irgendwas mit 1000. Ich glaube, der eine habe ich mal gesehen, bei eBay über 1000 Euro verkauft. Mhm, genau. Nein. So. Oh, der mit seinem... Ich bin ein fetter Taubenpaladin. Ich hab auch ein großes Mount, du Arschgesicht. Echt, ey. Schrecklich sowas. Der war vorhin schon am Anfang der Aufnahme, hat er sein fettes Mount da hingesetzt. Ne, deswegen habe ich extra noch gewartet gehabt. Wildgleit, Lilian, Frost und Fennet, Thomas Zellig. Wie wird er ausgesprochen? Zellig oder Zellig? Zellig. Oder wie hieß er? Zelling. Zelling heißt er. Zelling. Aber 11 Minuten, irgendwie habe ich gedacht, wir nehmen schon länger auf. Ja, ich auch. Deswegen habe ich gerade von hoch geguckt, ganz nervös. Nervös? Wer ist hier nervös? Ich nicht, du. Beobachtet das Aufeinandertreffen von Zelling und seiner Familie. Ich gleich, gleich mal drücken. Mami, Oh, hier ist er wieder. Nervtötender Taure. Ich habe auch Tauren, ich weiß, aber trotzdem. So, damit dürfen wir mal wieder in Ruhestand nehmen. Dürfen wir? Mhm. Tatsächlich. Ja. Wenn du was sagst, gut, dann dass der nur, warte mal, 10 Minuten Abklingzeit hat. Was? 15? Meiner hat, ich habe ja den Schamanenstein noch. Ach so, da ist ja den Rückruf. Den astralen Rückruf. Aber meiner ist auch bloß 10 Minuten Abklingzeit, mein Kieselchen. Ja, ist es die da. Aber oder müsste die Animation von deinem astralen Rückruf eigentlich nicht anders aussehen? Du, das weiß ich nicht. Ich hinterfrage sowas nicht mehr. Aber du hast den astralen Rückruf jetzt eingesetzt, ne? Korrekt. Okay. Dann lasse ich das so stehen. Geil, er lässt das so stehen. Ausnahmsweise, weil ich so gutmütig bin. Wow, sorry. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? So, und schon wieder den Hafen. Träumen nachts noch vom Flug nach zum Hafen. Was? Nachts träumen wir noch vom Flug zum Hafen. Flughafen. Was? Na, Flughafen. Kennst du mir nicht, ich weiß. Vor mir fliegt ein Blutelfmönch. Und er hört sowas. Weiblich. Wie kann er nur? Scheint eine Heilerin zu sein. Wird auch momentan selten gesehen, irgendwie. Also Monk. Aua. Ja, könnte daran liegen, dass der Monk nie bei uns ist. Hä? Klar war. Achso. Der ist der Tank.
Senmon. Nee, ich hab von Heiler geredet. Den Heiler hast du ja verjagt aus der Gilde. Ich hab nicht gemacht. Ja, ja. Ich weiß. Ich wollte es einfach mal machen. Was? Sind wir fertig? So. Erhöht euren Ruf bei den Eidgebundenen, um fortzufahren. Ach du Scheiße. Da war ja was. Ach du Kacke. Was brauchen wir nochmal für einen Ruf? Ich hab nur. Ja, respektvoll. Scheiße. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun. Ach du Scheiße. Wenn wir überhaupt. Das hätten wir vielleicht mal eben ein bisschen eher drauf achten müssen. Ja, ich hab aber auch nicht mehr dran gedacht. 15 Minuten, noch nur ein bisschen Zeit. Das Problem ist aber, das kriegen wir nicht so schnell voll in einer Woche. Das wird schwierig werden. Auf jeden Fall ist es jetzt ab sofort sowohl für dich als auch für mich jeden Tag die altgebundenen Quest machen. Oh nee, du. Oh nee, du. Oh, wie sieht's denn hier momentan überhaupt aus? Ach, scheiße. Kultiras. Tja, doof. Das ist doof. Echt kacke. Daran habe ich natürlich auch nicht mehr gedacht. Nicht mal ansatzweise habe ich daran gedacht, dass wir Ruf brauchen für die Geschichtsquest. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Weltquests in Drustva. Und logischerweise in Terragotesund haben wir den Weltboss noch. Ich würde sagen, damit wir heute noch was Produktives leisten, gehen wir nach Terragotesund und machen dort den Weltboss. Falls der überhaupt noch gemacht wird. Mann, ja, müssen wir mal gucken. Komm hier nicht mehr hoch. Terragotesund. Und dann müssen wir mal gucken. Sowohl du als auch ich müssen wir uns ein bisschen bemühen. Aber ich gucke keine Zeit dafür. Ach komm, du gehst auch nicht mehr wie 8 Stunden arbeiten am Tag. Dafür gehe ich aber 7 Tage die Woche. Da kann ich auch nichts machen. So ist das manchmal. So. Schwupps, da ist der Taucher ins Wasser vorgefallen. Ja, und ich bin falsch gelaufen. Dann können ja vielleicht nächste Woche im Fall der Fälle, dass wir die Eidgebundenen noch nicht auch respektvoll haben, mit einer Inni-Folge. Oder ich weiß auch nicht, wir müssen mal gucken. Wo ist denn der Rahmen? Ach, da oben. Alter. Der Weltboss. Du kannst schon mal so Gruppe suchen. Du bist Gruppenanführer. Ich muss erstmal dorthin, ja. Das macht sich am einfachsten. Dann gucke ich schon mal, ob überhaupt. Es sind 2 Gruppen auf jeden Fall da. 2 groups. So, wie weit ist denn dein Ruf überhaupt bei denen? Also bei mir habe ich 4325. Respektvoll. Wohlwollend. Habe ich 4362. Also bist du ein bisschen weiter, musst du ein bisschen weniger machen. Ja, wow. 20 Punkte weiter. Ja, ich kann nicht dafür, das musst du WoW sagen, nicht mir. Ja, vor allem, wir müssen aber dann auch noch, wenn ich mich nicht irre, warte mal. Ja, erhöht euren Ruf, um fortzufahren, aber das hatte, glaube ich, irgendwo musstest du, wenn ich mich nicht irre, 25 von dem aktuellen Ruf irgendwie haben, 25% oder 20. Hä? 25 von was? Vom aktuellen Ruf musstest du, glaube ich, irgendwie haben. Von welchem aktuellen Ruf? Von dem aktuellen Ruf, Eidgebunden. Wir haben definitiv aktuell 25% von der Stufe. Ja. Deswegen weiß ich nicht genau, was du meinst. Jetzt meine ich respektvoll. Ja, was auch immer. Ich mache jetzt erstmal was respektvoll und dann gucken wir. Wir werden es ja relativ schnell mitkriegen. Bin der Meinung, wir brauchten noch extra respektvoll. So, ich nehme die Gesundheitsquest mit an. Die werde ich im Laufe der Woche... mache ich die offline und gebe die dann auch ab. Alles, was hier auf der Kontinent stattfindet, wird wohl hoffentlich für die Eidgebundenen mitzählen. Ein gefährlicher. Ja, wird aber das Ding wahrscheinlich kommen, dass du wahrscheinlich auch noch dann von respektvoll auf ehrfürchtig sein musst. Und das ist in der Woche ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir zu 90% sicher, dass ich nicht ehrfürchtig werden musste durch die Kriegskampagne, sondern um die
verbündeten Völker freizuschalten. Dafür musste ich ehrfürchtig werden. Jedes Schiff zur Strecke, das wir gegen Kultiras entsenden. Beendet diese Hetzjagd. Bin mir ganz sicher, weil ich war mit meinem momentan aktuellen Main, war ich nicht ehrfürchtig und habe die Kriegskampagne durchgehabt mit meinem Hortler. Und habe die jetzt auf ehrfürchtig gebracht, damit ich die verbündeten Völker freischalten kann. So. Schauen wir mal, ob jetzt kommst du. Finden. Ich habe dir eh nicht zugehört. Das ist schön. Ich habe recht und damit hat sich das. Punkt. Komma, Strich. Halt dein Maul. Was? Halt dein Maul. Ja. Mal Benutzer definiert vielleicht was. Mal gucken. Halt die Klappe da, Thanos. Du hast keine Ahnung. Auch nicht. Jetzt sind sie nicht mehr. Doch, das sind doch zwei Quests, zwei Gruppen hier. Meld doch dafür an. Sind doch zwei Gruppen, die momentan suchen. Ach da, tatsächlich. Ja, toll. Wir brauchen aber da ein bisschen mehr als bloß fünf Leute. Ja, das kommt mit der Zeit. Das ist jetzt so. Jetzt meld doch erstmal an. Sobald da genug Leute drin sind, springen die da nur förmlich rein. Die rasten völlig aus. Das kann ich mir nicht vorstellen, Schutz. Das ist auf dem Wochenende. Und uns wird eh keiner mitnehmen, wir haben einen GS von 300. Halt die Klappe, jetzt. Auf rumzuziehen. Ich sehe nichts. Verdammt, jetzt. Ja, denkst du das offline? Wir versuchen es jetzt noch 2 Minuten und dann müssen wir sehen. WTF, warum? Schade, funktioniert nicht, egal. Ja, geil, 5 Leute. Oh, wow. Ernsthaft? Ja, kannst du wieder rausgehen. Na gut. Ist, wie erwartet, wird es schwierig am Wochenende, zum Ende der ID, hier was zu finden. Ich würde an dieser Stelle dann doch Schluss machen. Wir gucken halt, was wir bis nächste Woche reißen können. Müssen eventuell dann mal schauen, was wir machen, wenn wir die noch nicht haben. Der Plan war eigentlich ja, die Kriegskampagne weiterzuführen. Ja. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche. Zur neuen Woche WoW wieder. Macht's gut. Tschüss.